Hallo. Ihr wisst, probiere ich zwischendurch immer mal wieder merkwürdige Sachen aus. Hier zum Beispiel ist eines dieser Videos, die ich vielleicht als Outtake nehmen muss, weil das wahrscheinlich überhaupt nicht funktioniert, was ich vorhabe. Was habe ich vor? Ich habe hier meinen HP ProLiant DL 580 Server. So, und den versuche ich jetzt mit Ubuntu. Und zwar in der Version hier auf meinem goldenen USB-Stick, Ubuntu in der Next-Version, ne? Die spezielle Version, die eigentlich für, ja, fürs Ubuntu Phone jetzt mittlerweile auch für den PC geht. Und da wollte ich mal gucken, ja, geht das auch auf dem Server? Ne? Ist natürlich normalerweise totaler Quatsch und deshalb geht das wahrscheinlich jetzt total schief und wird als Outtake landen. Das ganze Ding angeschlossen auch noch an einen Fernseher und das, obwohl nicht nur, dass er nicht geputzt ist, sondern obwohl, ja, der Server hat ja eigentlich gar nicht so eine gute Grafikkarte. Und jetzt wollte ich mal wissen, tut das überhaupt? Ne? Wird das wohl funktionieren? Wir schauen uns das mal an. So, wie ihr hören könnt, ist mein Server hochgefahren und tatsächlich nach Ändern der Bootreihenfolge konnte ich hier drauf booten von meinem USB-Stick. Ubuntu Desktop Next, vielleicht mal auf Deutsch, nichts Verkehrtes. Und dann wollen wir mal das installieren und ich melde mich wieder, wenn die Installation erfolgreich war. Schau mal, natürlich mache ich jetzt das Betriebssystem, das im Moment drauf ist, platt, aber das soll uns mal egal sein. Ich habe da eh nur ein Testsystem drauf. So, wir haben eine Internetverbindung, Software auch noch, weiter die gewohnte Ubuntu-Installation, da kommt nichts Aufregendes, ne? Ja, ganz normal. Und wir werden dann sehen, wie sich der Server verhält mit einem Betriebssystem, das eigentlich für das Phone gedacht ist, ne? Nämlich Ubuntu Touch, Unity 8 und mehrere. So, da ich sowieso schon ein Linux Mint 16 drauf hatte, bekomme ich die schöne Option, das daneben zu installieren. Ich brauche also gar nicht zu löschen, mache jetzt installieren. Aber jetzt weiß ich es. Ja, weiter. Wichtig ist übrigens bei der Installation nicht die automatische Anmeldung zu nehmen, sondern das Passwort zum Anmelden abfragen zu wählen. Sonst kommt man nämlich nicht auf den ersten Login-Bildschirm zu dem normalen Lite-M-Login, sondern wird gleich weitergereicht zum Unity 8 MIR-Login und das wollen wir nicht. Werden wir später mal sehen. Weiter. Wenn es hier ein bisschen flimmert, liegt daran, ich habe so leichte Stromschwankungen. Naja, der braucht so ein paar tausend Watt. Ich habe mir drei Stromleitungen aus drei verschiedenen Räumen geholt, um das überhaupt geht. Wundert euch nicht, dass dann noch das Logo von Ubuntu 14.04 drauf ist, ne? Von TrustyTar, denn wir sind hier in einer ganz frühen Beta-Version von Ubuntu 14.10 Next, speziell die Next-Version beachten. Link hatte ich schon mal gepostet. Noch Fragen? Ja, noch Fragen. Die eine Frage, die sich viele dann gestellt haben: Wofür braucht man ein Ubuntu-System, das sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet, als auch auf dem PC, als auch auf dem Fernseher, als auch zum Beispiel hier auf dem Server läuft? Die Antwort ist einfach, wir sind nicht mehr eingeschränkt, ne? Dieselbe Codebasis für alles. Wir können es installieren, wo wir wollen, wann wir wollen, wie oft wir wollen. Ja, wir müssen es nicht mit einem Smartphone erwerben, wir müssen es nicht mit einem Tablet erwerben, wir brauchen uns keinen Fernseher kaufen, wo das als Smart TV drin ist. Wir können es installieren, wann wir wollen, wie oft wir wollen, für umsonst und kostenlos. So, die Installation ist abgeschlossen. Sie müssen den Rechner jetzt neu starten. Jetzt neu starten. Ja, irgendwann müssen wir auch den USB-Stick vielleicht mal rausziehen. Ne? Mal gucken, wann die Post eine Meldung kommt. Dass wir vielleicht den USB-Stick rausziehen tun. Ja. Wäre nichts Verkehrtes. Ja, ich ziehe jetzt mal den USB-Stick raus. Das goldene Ding, das ihr am Anfang gesehen habt. Jetzt muss ich nochmal durchs Bild latschen. Alle,
Da wird es jetzt eh wieder dunkel, weil der Server braucht so ein bisschen zum Booten. So, jetzt bootet die Geschichte mal so langsam hoch und während er so bootet, dachte ich, hier kann ich auch ein bisschen was erzählen. Wo sind wir denn da? Ich habe hier keinen Stuhl. Da steht die Kamera drauf. So, ich mache jetzt keine Reklame für HP. HP seht ihr jetzt gar nicht. Aber das Boot ein bisschen gedauert. Also Ubuntu 14.10 sind wir. 14.10. Wir haben aber erst September. Das heißt, Ubuntu 14.10 ist sowieso eine Zwischenversion, die erst überhaupt erstmal kommen muss. Das heißt, stabilere Versionen wären jetzt Ubuntu 14.04. Also wir sind sowieso schon einen Monat zu früh, das ist klar. Monat zu früh, ja, weil es ist nur eine Beta. Und von der Beta gibt es wieder eine Unterversion. Ne? Das ist eine Preview mehr oder weniger schon, was so 2016 mal vielleicht Standard wird. Das ist das, was wir jetzt auf dem Server vielleicht gleich mal sehen werden. Nun, wir sind gespannt, ob das überhaupt mal was wird. Ne? Aber ich bin optimistisch, denn im Hintergrund läuft ja dann ein Linux-System, wie wir so sehen. Jetzt muss ich mal schnell dahin, damit wir auch tatsächlich das Ubuntu, ne, das Ubuntu nehmen. Das Ubuntu hier in dem Fall mit dem Unity 8 und mehrere. Und dann schaue ich mal schnell mal mein Display geschwenkt, ob das startet. Denn das ist ja gar nicht so sicher, ne? Da ist gar nicht sicher, ne? Warum ist das gerade? Der gute Rechner hat ja da mehr als genug Power. Ne? Kein Signal, das kommt von meinem Fernseher. Na, jetzt kommt auch schon 1467. Ist eine, im Server ist eine ganz mickrige Grafikkarte drin. Ganz mickrige. Gut, das ist jetzt der Moment, wo die Kuh gleich das Wasser lässt. Bis zu dem Bildschirm kommt man quasi immer, ja? Mehr oder weniger. Das ist quasi noch der Light-DM-Bildschirm vom Ubuntu 14.04. Aber unten schon zu sehen, Ubuntu 14.10. Gut, jetzt gebe ich mein Passwort ein und dann, ja, dann, ne, wenn diese runde Uhr kommt, die man vom Smartphone kennt oder vom Tablet, dann, ja, braucht das Video nicht zu löschen. Ja? Schauen wir mal. Ja, und hier haben wir nämlich das Problem. Da tut sich nämlich erstmal gar nichts. Es kann sein, es tut sich noch was. Aber wenn sich nichts tut, dann wird das hier ein Outtake. Ne? Dann kann ich das hier irgendwie mal löschen jetzt. Warten wir mal ab. Tut sich scheinbar nichts. Scheiße Dreck. Nun, da bin ich wieder. Ich habe nochmal neu gestartet. Das ging gar nicht. Was tun? Nun. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen, wie auf einem Server üblich, in ein schwarzes Terminal. Dazu drücken wir STRG ALT und F2. Für diejenigen, die nicht wissen, wo auf der Tastatur die STRG-Taste ist. Manche sagen nämlich STRG oder STRING. STRG ist da, ne? Die Engländer sagen CONTROL. Nun. Ich habe STRG, ALT und F2 gedrückt. Jetzt gebe ich meinen Benutzernamen ein. Hier, TheRackRunner. Drücke Enter und dann mein Passwort und noch einmal Enter. So, die Systemadministratoren. Ne? Ich hatte ja versprochen, ich mache mal auch was für die Sysadmins. Kommen von hier aus schon weiter. Wenn Sie den Server remote administrieren wollen, brauchen Sie den OpenSSH Server. Zeige ich gerade mal. Sudo apt-get install openssh-server und hier könnt man wieder nichts lesen, ne? Wie eigentlich wie immer bei meinem Linux. Sudo apt-get install openssh-server und das get schreibt man mit g. Ja, das ist, wenn ich hier gleichzeitig ein Video aufnehme. Sudo apt-get install openssh-server und Passwort eingeben, wie bei der Installation festgelegt. Und dann wird der OpenSSH Server installiert. So, habe ich schon die neueste Version. Was uns aber wahrscheinlich fehlt zum Login ist ein Key. Ja, ein Key. Sudo. Und zwar ssh-keygen. Nein, wir müssen erst einen Key generieren, minus T, na, Typ RSA, Leerzeichen, minus F,
und dann der Pfad ETC SSH und SSH unterstrich hosts unterstrich RSA unterstrich key. So, sudo SSH keygen minus T RSA minus F etc. SSH SSH hosts RSA key und Feuer. So, und jetzt muss ich dann noch ein Passwort vielleicht festlegen fürs SSH. Und das gleiche kann ich mit DSA auch noch machen, ne? Also nicht RSA, sondern DSA. Und dann ist das gut, ne? Kann ich Passwort festlegen. Oder auch nicht. So, dann hätten wir schon mal SSH. Nun, wer jetzt RSH und DSA hat, dem ist das vielleicht nicht genug. Der möchte vielleicht doch eine grafische Benutzeroberfläche. Können wir erledigen mit sudo apt-get install und dann gnome-session-fallback. So, könnt ihr das lesen? Wahrscheinlich nicht, wie immer in meinen Videos. Nichts zu lesen, zu dunkel, alles nix. Oder so. Sudo apt-get install gnome-session-fallback. Na, damit kommt man wieder zu einer Benutzerumgebung, die man nutzen kann, gegebenenfalls auch Ubuntu-Desktop. Na, dann hätten wir aber streng genommen kein Ubuntu Next mehr. Wäre jetzt kein Next mehr. Da muss eine Menge nachinstalliert werden. Wollen wir das tun? Ne? Wollen wir das wirklich uns antun? Müsst ihr euch gut überlegen, ne? Dann kann man sich aber mal grafisch anmelden. Ich sag mal, ja. Also das dauert länger. Wichtig könnte es noch für uns sein, dass auch Metacity eingebunden wird und installiert wird. Das Paket Metacity brauchen wir gegebenenfalls. So, kein Signal. Er hat hier den Bildschirm schon eingeschaltet. Sehr schön. Mache ich gut leid. Also mit der Pfeiltaste auf der Tastatur, eine der Pfeiltasten drücken, kann man den Bildschirm schon mal wieder reaktivieren. Wir haben also Gnome Session Fallback. Gleichzeitig wird Gnome Session Flashback installiert und auch Metacity. Metacity, warum ist das für uns wichtig? Werden wir bald sehen. Metacity, ne? Metacity, wenn man es so ausspricht, wie es da so steht. Nun, gegebenenfalls bräuchten wir auch noch Compass, aber nun, dann hätten wir sowieso nur noch ein System, das gar nichts mehr mit Next zu tun hat. Und wir werden sehen, wohin uns das führt. Ich drücke jetzt mal auf der Tastatur Steuerung Alt und die Taste F8. Ja, wieder zurück mit Steuerung Alt und F8. Edgy Badge, es war F7, das hat gewechselt. Nun, ne, wir sehen wieder, wir sind hier wieder in diesem Login-Dingenskirchens. Könnte ich da jetzt weiter? Ich glaube nicht. Ne? Wir müssen jetzt einmal nochmal neu starten. Wir hätten jetzt auch in der Kommandozeile sudo reboot machen können, herunterfahren, neu starten und dann sollten wir den GNOME Session Fallback sehen. Erfolg! Hurra! Hurra! Warum Hurra? Ich habe jetzt Hurra gesagt. Wir sehen hier das Ubuntu Unity 8 Mir Logo und darauf klicken wir jetzt mal auf das Ding. Leider habe ich keinen Touchscreen-Monitor und schon gar nicht in der Größe. Nun schauen wir mal, was dann passiert. Wir sehen, seht ihr was? Wir haben Gnome Flashback. Ne? Ich habe immer noch Flashback. Einmal mit Compass. Dafür müsste Compass aber installiert sein. Und Gnome Flashback mit Metacity. Da haben wir gesehen, das ist installiert. Gnome Flashback mit Metacity. Das Ding wählen wir an. Und dass wir tatsächlich vorher Unity 8 und Mir drauf hatten, sieht man hier. Und das hat nicht funktioniert aufgrund mangelnder OpenGL-Unterstützung meiner Hardware. Ne? Der Server hat nur eine kleine Grafikkarte.
wird ja normalerweise nur zur Administration mal kurz angeschaltet und arbeitet im schwarzen Terminal. Den Rest macht er sonst über RDP oder ähnliches. Wir gehen mal auf Gnome-Flashback. So, Passwort eingeben, 1234 und ein bisschen warten. Nun, ich hätte gar nicht die Aus-Taste drücken müssen, es war sofort da. Na, bin ich denn schon da? Na, wenn es hier noch so flimmert, wie gesagt, liegt an meiner kleinen Stromexperimente. So, sind wir hier. Woran sehe ich jetzt, dass ich tatsächlich Unity und mir habe an sonstige? Ne? Da sieht man jetzt zum Beispiel den Media Player, Kontakte, das Kamera, App, External Drives, Messaging und Notizen. System Settings sehen wir, zum Beispiel Benachrichtigungen und Suchen, alles im App Design von Ubuntu 14.10 Next. Internet ist der Browser dabei, das Browser-App. Ne? Das Browser-App, wollen wir mal gucken, ob das startet. Internetbrowser, und tatsächlich, der startet. Ne? Der startet. So, sieht man hier schön, ne? Der Browser, das Browser-App. Ich glaube, das kann man auch so hochwischen und da kann man rumwischen. Kann man da was rumwischen? Weiß ich gar nicht. Hier muss ich gucken. Verlauf, neuer, weiter und Ubuntu. Startpage. Sieht man daran. Also wir haben die Möglichkeit, die Apps zu testen, obwohl wir eine schlechte Grafikkarte in unserem Server haben. Das ist also kein Ding. Wir können von hier aus administrieren, wie gewohnt. Wie gewohnt. Was haben wir sonst noch? Was haben wir denn auf dem System? System über diesen Rechner. Schauen wir mal, was haben wir denn hier für einen Rechner gehabt in unserem Video? Wir haben ein Ubuntu 14.10 auf einem HP ProLiant DL 580 Generation 5 Server. Wir haben 16 Prozessoren, werden hier angezeigt, weil der 4x Quad Core hat. Und wir haben ein 64-Bit Betriebssystem gewählt. Und wir haben einen Arbeitsspeicher von 125,9 GB. Das sind 128 GB an RAM. Nein, das ist kein Witz. Alle Einstellungen, schauen wir mal. Ne? Wir haben also ein gewohntes Ubuntu. Und wir schauen hier, haben wir anscheinend ein Anzeigegerät gewählt. Ne? Das kann nur 1024x768 jedenfalls von der Grafikkarte her. Ich müsste mir einen Grafikkartentreiber installieren für den HPGL-Server. Ne? Mein Monitor, mein Fernseher kann natürlich sehr viel mehr. Gut, Orte. Was haben wir da? Persönlichen Ordner. Wir haben hier eigentlich einen ganz normalen Ubuntu. Ne? Files heißt ja mittlerweile Dateimanager. Wunderbar. Netzwerk durchsuchen, mit Server verbinden, könnten wir hier machen, um auf eine SMB-Freigabe zuzugreifen. Ich habe die System-Settings gefunden. Die System-Settings als separates kleines Fensterchen. System-Settings unter Anwendungen. Ja, Anwendungen. Gehen wir mal kurz drauf. Ah, da habe ich sogar maximiert. Guck mal an, hier kann man maximieren. Das ist doch gut. Anwendung. Und Systemwerkzeuge, System Settings, da sind die Einstellungen, die wir sonst nur vom Phone kennen. Ja, das ist doch nett. Das ist doch nett. Das finde ich doch gut. Ne? Da wollten wir noch hin, ne? Damit wir sowas haben. About this phone. Sehen wir hier. Check for Updates. Da müssen wir ein Ubuntu One Login-Konto haben, damit wir uns da überhaupt einloggen können mit Sign-In, damit wir überhaupt unsere Updates kriegen. Das ist jetzt neuerdings so bei dem Ding. So, Ubuntu 14.10 Next. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Nun, wie gesehen, können wir mit Linux alles machen, was wir wollen, sofern es denn für alle Plattformen verfügbar ist. Und ich brauche das Video nicht zu löschen. Ich kann es retten. Ich nenne es einfach GNOME Fallback. Ja, gerettet. Und tschüss.